Das ist die nächste Rezeptur auf unserer Speisekarte. Der Main Event des heutigen Abends. Cecchina Nosso Pedro trifft auf Adrian Zeitner. Zeitner, 8 cm größer, ein Jahr jünger. Er feiert heute sein Comeback. Wird es ein erfolgreiches? Gleich finden wir es raus. Hier kommt die Kirsche auf der Sahnetorte und Thomas Bielefeld stellt beide Fighter vor. Meine Damen und Herren, willkommen zum Hauptkampf des Abends. Ich rufe in die blaue Ecke im Weltergewicht über 3x5 Minuten von Rootless FC. Cecchina Nosso Pedro! Ja, ich muss mir leider dieses sympathisch abgewöhnen. Ich wollte schon wieder sagen, da kommt ein sympathischer Mensch rein. Er hat 3 Kämpfe, wenn ich das richtig gesehen habe, gewonnen. Dann leider 2 Kämpfe verloren bei der NFC. Und möchte unbedingt wieder auf die Siegesstraße zurück. Ganz, ganz taffer Typ. Ordentlich durchtrainiert. Es waren sogar 5 Siege in Folge für Cecchina Nosso Pedro. 5 Siege, ja. Routinierter Grappler, hat einen hervorragenden Guillotine-Choke im Repertoire. Am Boden hat er einige Tricks auf Lager. Bisher konnte er 3 Gegner per Guillotine-Choke besiegen. Also, Adrian Zeitner ist auf jeden Fall gewarnt. Cecchina Nosso Pedro kämpft relativ unberechenbar. Seinen letzten Kampf hat er mit einem Dropkick eröffnet. Also, er ist ein Mann durchaus für Spektakuläre. Und du sagst es, seine Physis und der damit verbundene Ruf eilen ihm voraus. Er hat Power, er kann Würgegriffe zuziehen, er kann harte Treffer landen. Er ist ein Mann fürs Highlight-Reel. Ein unberechenbarer Kämpfer, der mit einer Aktion jeden Kampf beenden kann. Cecchina Nosso Pedro, 28 Jahre alt, aus den Niederlanden. Er betritt den GMC Cage. Willkommen, willkommen, Cecchina Nosso Pedro. Ich rufe jetzt in die rote Ecke vom Zoom Quick Break aus Mainz. Adrian Zeitner! Er ist eines der Top-Talente im Weltergewicht der German MMA Championship. Adrian Zeitner, ein Grappler, der auf der Matte sehr gefährlich ist. 12 Profikämpfe bisher, nur einmal ging es über die volle Distanz. Zeitner hat alle Siege vorzeitig erzielt. Unter anderem einen Sieg durch Aufgabe in Runde 1 gegen Selim Agaev. Vor knapp einem Jahr erlitt er eine Verletzung. Es war ein Riss des Syndesmosebandes. 2 Monate lang war auf Gehhilfen angewiesen. Hat sich während der Verletzungspause dem Krafttraining gewidmet und dann ist Adrian Zeitner zurückgekehrt. Einige Kämpfe wurden abgesagt, er hatte kurzum viel, viel Pech. Heute soll die Pechsträhne enden, heute will er in die Siegerspalte zurückkehren, heute will er siegreich sein. Im Main Event von GMC 30, hier in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen. Ja, gewonnen hat der junge Mann auch tatsächlich gegen Stefan Jansen von Team Wolfsbeck. Und das Spannende ist halt, dass er einen Kampf im Vorfeld mal verloren hat und im Rückkampf hat er dann gewonnen. Sehr sympathischer junger Mann, auch bei den Interviews. Ganz, ganz starker Grappler. Ich glaube, fast alle Kämpfe waren mit Triangle oder Armbar. Willkommen, Adrian Zeitner. Aber er kann auch TKO. Meine Damen und Herren, ich darf die Kämpfer nochmal vorstellen in der blauen Ecke. Er ist 1,77 Meter groß beim Kampfgewicht von 77 Kilogramm. Sein Rekord 5 Siege, 2 Niederlagen von Roots FC Gym. Herzlich willkommen hier in Oberhausen, Cecchina Nosso Pedro! In der roten Ecke. Er misst 1,85 Meter beim Kampfgewicht von 77 Kilogramm. Sein Rekord 10 Siege, 2 Niederlagen. Von Quickway aus Mainz. Herzlich willkommen hier in Oberhausen,
Adrian Zeitner! Vom Suhm Kumike in Mainz. Referee im letzten Fight, Thorsten Haas. So, Shikina, Adrian, you know the rules. Listen to my command. Protect yourself at all times. When I say stop, is stop. I want to have a clean and fair fight. Touch gloves if you want to step back. Die Hände berühren sich. Fairer Handshake vor dem Kampf. Thorsten Haas wird diesen Main Event leiten. Den letzten Kampf des Abends. Die Kirsche auf der Sahnetorte war eine tolle Veranstaltung bis hierhin. GMC 30 hat gehalten, was versprochen wurde. Jetzt geht's los. Unser Main Event im Weltergewicht. Adrian Zeitner in der roten Ecke. Cecchina Nosso Pedro in der blauen. Und er lässt gleich mal einen wilden Schwinger am Kopf von Zeitner vorbeisausen. Beide haben schon die ersten Low Kicks ausgetauscht und die ersten Knie auf die Oberschenkel. Nosso Pedro, ein wuchtiger Mann, sehr athletisch, kaum Körperfett. Adrian Zeitner hat Bock auf diesen Kampf. Ist fast geplatzt gestern Abend auf der Waage mit lauter Vorfreude, vor lauter Motivation. Die Verletzungspause war eine harte Zeit für ihn. Aber er hat sie genutzt, er hat an seinem Oberkörper gearbeitet, hat am Athletiktraining gefeilt, hat gesagt, ich habe jetzt auch mehr Kraft. Guillotines, Würgegriffe allgemein erziele ich jetzt mit besserer Wirkung. Da kassiert er den Takedown. Nosso Pedro in der Guard von Zeitner, aber der ist ein sehr guter Grappler und besitzt eine flexible Guard. Kann da viele schöne Abkick hier. Unterschiedliche Aufgaben bereitstellen für Cecchina Nosso Pedro. So ein Abkick. Kommt wieder hoch. Adrian Zeitner, der 27-Jährige. Starke Overhand hier, da muss Zeitner aufpassen. Kassiert ihr eine nach der anderen. Cecchina Nosso Pedro mit seiner ganzen Athletik, mit seiner ganzen Schnellkraft. Der Mann ist ein einziger, schnell zuckender Muskel. Adrian Zeitner wird für meinen Geschmack zu viel getroffen. Muay Thai Clinch jetzt von ihm. Ganz klar, das war ein Wirkungstreffer und da muss Adrian Zeitner aufpassen. Aber sehr Bursche, er bleibt dran. Zeitner ist ein taffer Hund, wird aber wieder durchgerüttelt von dieser rechten Hand. Im Instinktmodus, im Autopilot, bleibt er dran am Bein wie eine Klette. Cecchina Nosso Pedro versucht nach hinten zu sprawlen, kommt in den Stand zurück. Zeitner arbeitet, will diesen Takedown. Adrian Zeitner ist vor allem auf der Matte gefährlich. Er ist ein sehr guter Grappler, versiert am Boden. Aber hier sieht man, im Stand kam er zwischendurch im Bedrängnis. Diese Power, die Schlagkraft von Cecchina Nosso Pedro. Jetzt holt er sich mal den Takedown. Hat Wirkung gezeigt. Zeitner zieht den Gegner zu Boden. Und er bleibt wie eine Klette dran. Was meines Erachtens der richtige Weg ist. Im Grappling ist Zeitner vielseitiger, flexibler, versierter als Cecchina Nosso Pedro. Hat auch schon einen kleinen Cut, der Adrian. Und mit viel Willen zieht der Cecchina Nosso Pedro wieder nach unten, aber der kommt schnell hoch. Zeitner macht sich schwer. Versucht jetzt aufzusteigen auf den Rücken, hat den rechten Hook drin. Aber wie gesagt, da merkt man den Grappler, der hat einmal seinen Griff, der hat keinen Bock mehr da rauszukommen. Jetzt sind beide Hooks da, aber rutscht ab. Ich vermute mal, das war sogar freiwillig, um halt nicht selber umzufallen am Cage. Headkick von Zeitner, schließt er die Kombination ab, zeigt den Frontkick, versucht viele verschiedene Attacken folgen zu lassen. Will den Gegner beschäftigen, will ihm seinen Willen aufzwingen. Pushkick von Zeitner.
Konditionell wie immer bestens vorbereitet. Spinning back kick vom Mann aus Mainz. 35 Sekunden noch in dieser ersten Runde unseres Main Events, des Hauptkampfes von GMC 30. Oh, das war ein knackiger Jab von Noso Pedro. Seine Schlagkraft, ein paar Mal ist sie aufgeblitzt. Der Muay Thai Clinch von Zeitner, unermüdlich, das muss man ihm lassen. Die härteren Treffer hatte Noso Pedro, der bemühtere Kämpfer war Zeitner. Definitiv, und ich muss ganz ehrlich sagen, Riesenrespekt an Adrian Zeitner, dass er nach diesen Wirkungstreffern so wieder zurück in den Kampf gekommen ist. Ah, er wollte dann nochmal shake hands, aber Noso Pedro scheint im Kampfmodus, er brauchte die Pause, ist in die Pause gegangen. Jetzt sehen wir nochmal die Wiederholung hier. Takedown als allererstes von Chiquinho. Der Upkick, schön getroffen. Und hier die Schwinger von Noso Pedro, die auch letztendlich dafür gesorgt haben, dass Adrian Zeitner so ein bisschen ins Straucheln gekommen ist. Ja, diese rechte Hand hatte es in sich. Allerdings war Adrian Zeitner immer unterwegs, war immer aktiv, es war auch immer intelligente Verteidigung, man hat immer Kopfbewegung erkannt und er wurde auch selbst aktiv. Die härteren Treffer hatte Noso Pedro, aber bemühter, aktiver war Adrian Zeitner. Definitiv. Takedowns haben wir von beiden gesehen. Die ringerische Dominanz geht aber leider von Adrian Zeitner dann aus. Also Punktrichter möchte ich dann nicht sein. Folgt auf jeden Fall der German MMA Championship auf Facebook, Instagram und Twitter. Wir haben auch einen tollen YouTube-Kanal. Wir knacken bald die 100.000 Abos. Also schenkt ein paar Likes und vor allem Abos, damit wir die magische Grenze überwinden. Die magische Grenze zur ersten Runde ist bereits überwunden. Die zweite beginnt hier in unserem Weltergewichts-Main-Event. Chiquinha Noso Pedro mit den gefährlichen Händen. Da trifft er wieder. Von ihm. Er hat deutlich mehr Power, Michael. Das konnte man mehrfach erkennen mittlerweile. Ja. Sind immer sehr, sehr starke Wirkungstreffer dabei, die Adrian Zeitner so ein bisschen ins Straucheln bringen. Ein schöner Treffer von Adrian Zeitner auf den Körper von Chiquinha Noso Pedro. Der Feuer zurück. Fängt hier den Kick ab. Zeitner geht halb freiwillig zu Boden, der Grappler. Noso Pedro. Oh, diese Overhands, die da immer treffen, da muss Adrian Zeitner besser aufpassen. Sehr, sehr harte Hände. Mit diesen Händen hatte Noso Pedro zwischenzeitlich eine Siegesserie von 5 Siegen in Folge aufgebaut. Er ist ein Finisher. Die Athletik, die er ins Gefecht führt, leistet ihm natürlich wertvolle Dienste. Man sieht die Definition am Rücken, an den Schultern. Sehr muskulöser Kämpfer. Die Power ausgeprägt, wir haben es mehrfach gesehen. Kurzer Ellbogen gegen Adrian Zeitner. Und der Jab von Chiquinha Noso Pedro. Diese ringerischen Elemente bleiben bei Zeitner nicht ohne Folgen. Er ist deutlich langsamer und kassiert danach die Schläge. Ja, und es ist ein Unterschied, ein bemerkbarer Unterschied. Wenn Noso Pedro schlägt, macht das Eindruck. Zeitner zwar mit viel Volumen, mit enormem Aufwand, aber er zielt nicht die Resultate, die Noso Pedro mit ein, zwei Schlägen erzielt. Ah, er sagt, er hätte wahrscheinlich was ins Auge bekommen. Aber war es nicht sogar so im Vorfeld im Interview, dass Adrian Zeitner gesagt hat, der perfekte oder ein guter Kampf wäre für ihn? Erste Runde, er wird im Zweifel sogar angeklingelt. Ja. Zweite kommt er zurück und dritte macht er den Sack zu. Er ist ein Mann, der das Dramatische liebt. Der Cut übrigens mittlerweile ziemlich ernst zu nehmen bei Zeitner. Über dem linken Auge. Und das ist der
schlechtere Fall. Unter dem Auge ist der Cut in Anführungszeichen besser, weil das Blut nicht übers Auge oder ins Auge läuft. Das kann die Konzentration beeinträchtigen, das kann einen Kämpfer daran hindern, fokussiert zu bleiben. Man muss immer wieder wischen, die Sicht ist beeinträchtigt, ohnehin. Also ein weiteres Handicap für Adrian Zeitner, der sich wacker schlägt, viel investiert, alles gibt. Aber mit diesem Panzer Cecchina Nosopedro erstmal zurechtkommen muss. Ist der deutlich aktivere, was Tritte und Schläge angeht. Aber Nosopedro schafft es immer wieder mit dieser Overhand, ihn zu treffen. Kimura Grip von Zeitner am rechten Arm von Nosopedro. Ja, aber bring die Baumstämme mal auf den Rücken. Das ist tatsächlich eine Aufgabe. Und da ist der Takedown von Nosopedro, der eine starke zweite Runde kämpft. Trying Ansatz von Zeitner, dem Grappler aus Mainz. Und wieder diese Upkicks. Da muss Nosopedro vorsichtig sein. Können auch gegens Knie ausgeführt werden und das Knie nach hinten überstrecken. Referee Thorsten Haas beäugt das Geschehen mit Argusaugen. Zeitner wieder zurück im Stand, aber kassiert sofort wieder diese gefährliche rechte Hand. Pushkick vom Mainzer. Und die linke von Cecchina Nosopedro. Ja, Zeitner läuft da fast rein. Schöner Highkick. Ja. Clinch-Situation. Noch eine Minute in dieser zweiten Runde. Zeitner muss hier alles geben. Der Muay Thai Clinch von Zeitner wird gelöst. Nosopedro schiebt nach vorne. Es geht hin und her. Starke Füße ist auf jeden Fall von beiden Fightern. Also ein Hauptkampf auf jeden Fall würdig. Hat ihren Zeitner konditionell hervorragend vorbereitet. Wie nicht anders zu erwarten war. Letzten Sekunden laufen hier in der zweiten Runde. Spinning Backkick. Schöne Aktion hier von Cecchina Nosopedro. Der die härteren Treffer hatte, der die schwereren Geschütze abgefeuert hat. Bin gespannt auf diese dritte Runde. Adrian Zeitner ist ein konditionsstarker Kämpfer. Er kann über lange Distanzen ein hohes Tempo gehen. Und er wird mit Sicherheit auch noch versuchen, diesen Kampf vorzeitig zu beenden. Aber er ist gewarnt. Er hat einige Schüsse vor dem Bug bekommen. Ja, starke Nehmerqualität bewiesen bis jetzt. Was er da alles abbekommen hat an Overhands. Da sieht man den Drehkick von ihm. Schauen wir gleich, ob wir zum Schluss noch den von Cecchina sehen. Also für mich hatte Nosopedro die deutlich härteren Treffer in Runde 2. Ich würde sie ihm geben. Effective Striking, das oberste Bewertungskriterium. Und es scheint vorbei zu sein. Adrian Zeitner. Ich hatte kurz gezögert. Ja, du hast mich jetzt auch verunsichert, aber es geht doch weiter. Ich hatte kurz gedacht bei dem Anzeigen des Referees, ich glaube, er hat was missinterpretiert. Ja. Die Ecke von Zeitner will natürlich weitermachen. Da habe ich kurz aufgeschreckt. Wach ist man ohnehin bei diesem Fight. Einiges geboten, viele Aktionen von beiden Fightern. Weniger Output von Nosopedro, aber mehr Wirkung und darauf kommt es ja an. Man will Schaden anrichten in einem Kampf. Der Shoot von Zeitner. Schöner Sprawl von Nosopedro. Leider nicht gut vorbereitet, aber wirklich gut rausgesprawlt von Cecchina Nosopedro. Ja, der dann mal kurz spekuliert hat, ob er den Anaconda-Choke einrasten lassen kann, hat sich aber dagegen entschieden. Was Adrian Zeitner natürlich immer sehr gut macht, sind diese Upkicks. Da muss Nosopedro aufpassen. Interessante letzte Runde. Nosopedro hält gut Haus mit seinen Kräften. Das ist ja immer eine Aufgabe für Kämpfer mit sehr viel Muskulatur. Die will mit Sauerstoff versorgt werden. Macht das schlau, setzt immer wieder Nadelstiche und es sind nicht nur Nadelstiche. Sehr, sehr clever, wie das gerade macht. Er stellt ihn hier am Cage.
und haut einen Schwinger raus und einen Ellbogen hinterher. Und die Uppercuts durch den Clinch, durch die Deckung von Zeitner. Starker Leckkick von Nozo Pedro, dann schiebt er an den Käfig. Sucht da rein zu wühlen, Öffnungen zu finden für seine Ellbogenstöße, für seine rechten Overhands. Feuert die Uppercuts durch die Mitte. Zeitner hat ordentlich eingesteckt. Er hat ja die Materialschlacht erwartet, das hat er gestern Abend verraten, hat gesagt, es darf auch gerne dramatisch und spektakulär werden für die Zuschauer, aber ich glaube, Michael, es wird dramatischer, als ihm lieb sein kann hier in dieser letzten Runde. Ganz klar. Vor allen Dingen, Chikenia geht noch nicht mal auf konditionelle Schwächen zu. Ich sehe bei ihm keine übermüdeten Aktionen. Er macht das ganz souverän. Und das trotz dieser ganzen Muskulatur, die du eben angesprochen hast. Wobei wir beide wissen, Muskulatur braucht mehr Sauerstoff. Ja, absolut. Aber er hält gut Haus mit seinen Kräften. Auch die Position hier. Greift den Hals von Zeitner. Er versucht den Level Change, versucht runterzugehen. Nozo Pedro hat es antizipiert, hat einen Braten gerochen. Noch 2:20 auf der Uhr in dieser letzten Runde in unserem Main Event. Was für ein toller Kampfabend. Hat richtig Spaß gemacht, Michael. Und hier definitiv ist auch noch einiges drin. In der Ecke des Niederländers ist man sehr zufrieden mit dessen Leistung. Ja, man fordert, man sagt noch 2 Minuten, gibt nochmal alles. Der Shoot von Zeitner versucht den Single Leg zu greifen. Nozo Pedro hat auch das kommen sehen. Versucht die Hüfte nach hinten durchzudrücken. Zeitner wie eine Klette, wie ein Kaugummi, bleibt da ganz eng dran. Er arbeitet sich jetzt diesen Bodylock. Versucht den Outside-Trip, versucht Nozo Pedro zu Boden zu bringen, aber der hat ein wuchtiges Muskelkorsett, starke Oberschenkel. Wirklich stark, wie er das verteidigt. Auch ein gutes Balancegefühl. Oft sieht man es ja, dass diese muskulösen Kämpfer viel Power haben, aber kein Gleichgewicht. Kann sich geschmeidig bewegen, hat gute Sprawls, tolle Reaktionen. Und noch gut 1 Minute hier im Main Event von GMC 30. Der vorletzten Veranstaltung des Jahres, GMC 31 am 3. Dezember, nicht verpassen. Unser Jahresabschlussfeuerwerk, Smolik gegen Heil im Main Event. Aber hier ticken die letzten Sekunden und Adrian Zeitner belohnt sich vielleicht noch. Bleibt dran, verliert nicht den Mut, hat beide Hooks drin, hat den Seatbelt, den Sitzgurt sozusagen gegriffen, rutscht aber ab, da ist eine Menge Blut, eine Menge Schweiß im Spiel. Der Ankle Pick versucht da alles Mögliche, was er an Grappling im Werkzeugkasten hat, auszuschütten hier im Oktagon der GMC. Ich wollte eben schon fast sagen, es wirkt schon so ein bisschen verzweifelt, immer wieder dahin zu attackieren, aber es wird immer besser. Ja, es war der zweite, der dritte Boden in der Trickkiste, aber hat sich ausgezahlt. Was kann er hier noch machen? Was kann er noch an Kapital rausschlagen? Top Half Guard hier von Adrian Zeitner. Die letzten Sekunden laufen in unserem Main Event. Wir haben die Klatsche gehört. Es sind noch 10 Sekunden im letzten Kampf des Abends. Beide haben alles gegeben, aber reicht das für Adrian Zeitner? Da ist das Starker Ende. Fight, definitiv. Eine Materialschlacht, wie du gesagt hast, vollkommen richtig. Adrian Zeitner, sehr, sehr starke Nehmerqualitäten gezeigt. Angeklingelt, wieder zurückgekommen. Sehr aktiv gefightet. Und jetzt lassen wir uns überraschen, was die Punktrichter dazu sagen. Ich bedanke mich aber schon mal an der Stelle bei allen Zuschauern zu Hause. Sebastian, bei dir, es war mir ein Fest, mit dir kommentieren zu dürfen. Kann ich nur zurückgeben. Mit dem Profi zu sitzen, macht mir Spaß. Ich habe dir gerne zugehört. Stellenweise musste ich mich dann auch mal ermahnen, auch etwas zu sagen. Und ja, die Fights waren aus meiner Sicht top. Ich kann dann nichts bemängeln. Hexagon 5 im Vorfeld, dann die GMC. Super Fights. MMA-Fans können einfach nur zufrieden sein. Sebastian macht sich gerade fertig, er kann nicht mehr antworten. Er geht gerade in den Cage und wird ja, interviewen. Wir hören mal rein, was die Punktrichter entschieden haben. So, die beiden Fighter, bitte zur Mitte.
Applaus nochmal für die beiden Fighter. Alle drei Punktrichter werden den Kampf mit 30 zu 27 und damit Sieger die blaue Ecke Chiquinha Nossa Pedro. Ja, herzlichen Glückwunsch an den jungen Mann, der zuletzt zweimal in Folge bei der NFC verloren hat. Er kommt zur GMC und ja, ein harter Arbeitssieg. Herzlichen Glückwunsch. Schauen wir, was er im Interview zu sagen hat. Ja, wir sehen ja nochmal die Highlights. Der Sieger im Main Event, Chiquinha Nossa Pedro. Ich habe ein paar Felsen von deinem Herzen fallen hören. Du warst sehr erleichtert, oder? Ja. Mann, ich will nur sagen, ich danke Gott für diesen Sieg. Gott hat mir alles gegeben und ich vertraue immer an ihm. Gott ist gut, Mann. Du hattest eine tolle Serie, 5 Siege in Folge, dann kamen jetzt die ersten beiden Niederlagen. Wie wichtig war es für dich, zurückzukehren in die Siegerspalte? Ah, war richtig wichtig, weißt du. Das ist normal, wenn du ein Mensch bist, dass du immer so denkst, also, vielleicht bin ich nicht mehr so gut. Aber ich habe immer ein gutes Team, die haben mir gesagt, Bro, du bist der Beste. Du kannst alles machen, du kannst striken, du kannst grappeln. Und mein letzter Kampf habe ich verloren durch eine KO. Und ich habe gesagt, also diesen Kampf werde ich nur standen kämpfen. Und ich habe das heute gezeigt, dass ich auch standen alle klar kann machen. Und allen, die online mir meinen Namen so Spaß gemacht haben. Also komm mal hier in Octagon und komm, kämpf mit mir, Mann. Ich mache dir alle fertig. Ja, ich glaube, auf den Hate im Internet sollte man nicht zu viel geben. Du hast eine tolle Leistung gezeigt, eine respektable Leistung. Danke. Du hast auch in verschiedenen Organisationen dein Können bewiesen. Du hast den 6. Profisieg heute eingefahren. Kann GMC deine neue Heimat werden? Ja, alles ist möglich, sage ich immer, weißt du. Ich muss mal mit meinem Team reden, weil ich entscheide nie. Entscheide ich nur alleine. Ich habe mein Team. Ich habe Arbe, mein Manager, ich habe heute Daniel de Groos. Das ist der beste Jiu-Jitsu-Guy aus Holland, Checkmate Rotterdam. Ich habe meinen Mentor, Stefan Lems, und der beste Striking-Coach aus Holland, Arnold van der Geest. Und wir entscheiden alle zusammen, was ich mache, mein nächster Kampf. Gibt es einen Gegner bei GMC, der dich interessieren würde? Gibt es einen Mann, den du herausfordern möchtest? Nein, ich hab noch gar nicht viel Leute gesehen von GMC. Ich kenne nur GMC wegen mein anderer Mentor, das ist Jamil Chan. Ich glaube, dass die alle hier Jamil kennen. Aber ich kenne keine anderen Leute von GMC. Aber nochmals, ich muss mal mit meinem Manager reden, mit meinem Team. Und dann entscheiden wir, was wir im nächsten Kampf machen. Was ich sagen will, ist, dass ich will dieses Jahr. Im Anfang für dieses Jahr hatte ich gesagt, ich will noch mal dreimal kämpfen. Und es ist jetzt Oktober, aber wir haben noch November und Dezember. Also, du musst arbeiten jetzt, bitte. Mach für mich noch mal ein paar Kämpfe. GMC 31 am 3. Dezember. Hast du da schon was vor oder hättest du Lust auf ein heißes Tänzchen? Also, nächstes noch besprochen, aber das ist möglich. Sehr, sehr gut. Also, vergiss die Hater im Internet. Du hast abgeliefert, du bist ein toller Kämpfer und ich würde mich sehr freuen, deine Kämpfe wieder kommentieren zu können. Danke. Soll ich was sagen? Der Verlierer an meiner Seite, Adrian Zeitner. Ich sage immer,
ein Verlierer ist nur ein Verlierer, wenn er aufgibt. Und du hast nie aufgegeben. Du hast einen tollen Kampf geboten. Und zu einem tollen Kampf gehören zwei tolle Kämpfer. Und du darfst stolz sein auf deine Leistung. Wie enttäuscht bist du dennoch über das Resultat? Habe ich wirklich verloren. Ich sehe das Punktentscheidung ein bisschen anders. Er hat es geil gemacht. Herzlichen Glückwunsch an ihn. Ich will den Rückkampf. Vielen, vielen Dank an alle. Vielen Dank an Noso, aber ich möchte dich nochmal kämpfen. Das lassen wir so nicht stehen. Das lassen wir so auf keinen Fall stehen. Okay, vielleicht ein Rematch. Ihr habt es gehört. Chiquina Noso Pedro möchte am 3. Dezember dabei sein bei GMC 31. Und ich finde, das solltet ihr auch tun. Das ist unser Jahresabschluss. Aber Adrian Zeitner hat noch ein paar letzte Worte. Nächstes Mal sieht das anders aus. Okay. Hat's toll gemacht. Nächstes Mal finde ich ihn in der zweiten. Danke euch. Vielleicht ein Rematch. Ich würde es feiern. Wir sehen uns auf jeden Fall am 3. Dezember im Fight Club Gelsenkirchen zum großen Jahresabschluss, zum letzten großen Feuerwerk GMC 31. Danke fürs Dabeisein. Bis dann. Good fight. Good night, Oberhausen.